Kreuzer. Wer will etwas über sein Schicksal hören? Für zwei Kreuzer gibt dem Jockel die Auskunft darüber. Da kommt's ein bisschen näher. Zwei Kreuzer und der Ketzer vorn, ob ihr heuer noch unter die Haken kommt. Ah. Schon ein paar neugierige Dernterl, ja? Nicht auch ein Glückste. Also geh, Jockel, jetzt zeig, was du kannst, gell? Komm so, danke vielmals. Na, Kreuzer, komm mal mit Ihnen, Fräulein. Na, danke, gerne. So, danke für das Riesenseher. Danke vielmals mit Ihnen. Auch nicht, Fräulein. Ich bin neugierig. Ich auch. Gell, sowas glaube ich nicht. Also, in der Kaiserstadt Wien wird sich ihr Schicksal erfüllen. Zwei Männer werden ihren Weg kreuzen. Zwei? So okay. Ein Künstler und ein Edelmann. Also du, ich muss unbedingt nach Wien. Wie seid ihr? Es ist auf einmal neugierig. Sie werden einen nahen Verwandten zum Glück verhelfen. Das kann nur meine Tante sein. Verwandten? Ja, weiter, Menschen. Sie werden einen Stein ins Rollen bringen. Und dabei wird ein hoher Herr entscheiden, in die Speichen ihres Glücksrades eingreifen. Wo will er hingreifen? In die Speichen meines Glücksrades. Ihre Glückszahlen sind 4, 12 und 79. Ich muss unbedingt nach Wien. Aber ja. Wie denn nur? Kannst du deine Großmutter fragen, dass es vorgeht? Oder von wem warst du? Ja, richtig, der fährt sowieso jede Woche. Ja. Keine Zeit! Du, sofort kommst du her, sonst reißt er die Ohrwascheln aus. Da bin ich ja. Wo ist denn die Ansichtskarten von meiner Nichte? Ihr müsst nachschauen, wann es ankommt. Und was ist mit den Schritten? Schritten? Sag mal, wozu hat dich dein Vater nach Wien in die Lehre geschickt? Damit ich anständig backen lerne. Und damit du anständig Deutsch lernst. Man sagt nicht Schritten, sondern Weckerln. Und das sind Semmeln. Nee, das sind Kaiserbrötchen. Also wenn ihr da sagt, das sind Semmeln, dann sind Semmeln. Das sind Schusterlabern. Nee, das sind Dreierbrötchen, das ist ein Hörnchen. Nein, das ist ein Kipfel. Du bist ein Depp. Kipfel, Label, Deckel, das ist ja Chinesisch. Du seine Frechs und Staub. Guten Tag, meine Gnädigste, womit kann ich dienen? Bitte zwei Mondzöpfe. Mondzöpfe? Zöpfe haben wir nicht. Ja, haben wir Gott sei Dank ja. Ach, Mondstriezeln. Wie bitte? Ja, Striezeln heißt das. Ist nur wegen der leichteren Aussprache. Schön. Vier Kreuzer. Bitte. Danke sehr, danke vielmals. Sehen Sie uns bald wieder, auf Wiedersehen. Liebe Tante. Was ist geschehen? Ja, Sie wollten da wissen, wann Ihre Nichte ankommt. Ach so, ja. Ja, was schreibt sie denn? Treffe im Laufe des morgigen Tages in Wien ein, stand sie. Ja, das Morgen ist heute, dann ist die Karte von gestern. Gescheiter Bub bist du. Ja. Ja, jetzt wenn ich nur wüsste, ob das Kind mit der Bahn kommt oder mit dem Wagen. Ja, wenn es ein Kind ist, dann kommt es vielleicht mit dem Kinderwagen. Du, jetzt gehst aber. Das ist so ein laues Bub. Stanzi, Stanzi, aufwachen, Endstation, Wien. Wien? Wo ist denn die Stephanskirche? Also schaust du morgen an. Jetzt brauchst du deiner Tante. Die wartet schon. Ja. Mein Koffer. Ja. Mein Schirm. Ist in der Säckel. Säckel, komm. Komm, Säckel. Herr Wachmann. Ja, erste Gasse rechts. Nein, Herr Wachmann, bitte. Ja, erste Gasse rechts, da du die vielen Wagen vorfahren. Ja, was soll ich denn dort? Sie wollen doch zu dem Kostümball im Radetzky-Saal. Nein, ich möchte in die Badenberger Straße 7, bitte. Ach so, ja, dann müssen Sie auch da gehen, geradeaus vorbei am Radetzky-Saal. Mann, Mann!
Seite. Bleib schön da, ich komme gleich wieder. Salzburger-Gruppe formiert sich da drüben, Herr Fräulein. Ich suche die Dame, der das Taschentuch fehlt. Ja, ich verstehe. Aber bitte, Sie müssen sich einreihen. Der Einzug beginnt sofort. Aber ich muss... Aber bitte rasch, bitte rasch. Achtung, Achtung, meine Herrschaften, bitte schauen Sie immer auf mich und auf meine Zeichen. Und recht exakt tanzen. Ja, ja. So schön wie auf dem Brunnen. Bitte hier eintreten und nicht mehr weggehen. Bitte nicht mehr weggehen. Guten Dame, bitte. Die Dame, Moment, Jokowitz. Darf ich Sie bitten? Kommen Sie. Tanzen Sie. Kommen Sie, tanzen Sie mit mir. Auf die andere Seite landen. Bitte, mein Fräulein, kommen denn? Sie. Tanzen. Also ich weiß doch gar nicht was. Es wird schon gehen. Mit mir zusammen schaffen. Jetzt kommen Sie. Tanzen. Eins, zwei, drei. Aber ich kann doch gar nicht. Aber ja, natürlich. Eins, zwei, drei. Aber so tanzen Sie doch, aber mein Fräulein. Aber ich kann doch gar nicht dazu. Es wird schon, sehen Sie. Die reizende junge Dame, die mit dem Prinzen Lobkowitz tanzt. Leider nein. Thank you.
Comtesse, darf ich um einen Walzer bitten? Meinen Sie mich? Ja, ja. Ich habe Sie ja schon vorhin bewundert, als Sie tanzten. Sie? Ja, Sie sind ja die Schönste. Und Ihr Kostüm ist das Echteste von allen. Wirklich? Ja. Das habe ich mir selber zusammengeschneidert. Sie schneiden. Zauberhaft. Ich bin ja ganz hingerissen. Perfekt. Würden Sie mir die Gnade erweisen? Was soll ich? Mir die Gnade erweisen, mit mir ein Gläschen zu trinken. Trinken Sie ja gern. Ich habe sowieso schon so ein Gläschen. Gern. Sauer. Dankeschön. Prost. Was ist denn da drinnen? Wieso ist was drin? Oh, Banner. Blöds. Dass den Leuten sowas schmeckt? Ah, Sie mögen keinen Champagner? Ach, das ist Champagner? Wieso so überrascht? Ich habe noch nie Champagner getrunken. Okay. Das ist auch mein erster Ball. Was? Ich meine heuer. So, dann freut es mich doppelt, dass ich das Glück habe, Ihr erster Ballpartner zu sein. Wenn die Tante wüsste, dass ich hier bin, ganz allein. Sie sind alleine hier? Ja, natürlich. Hm. Das dritte Mal schmeckt schon viel besser. Hm. Überhaupt, wenn man weiß, dass es Champagner ist. Also, darf ich jetzt diesen Walzer bitten? Gerne. Oh, pardon. Echt bis ins kleinste Detail. Süß. Sogar die Wurst ist echt. Na, schon wieder zu wenig salzen. So merkt euch doch, wie ich es haben will. Nachsalzen. Und du stehst immer noch herum. Fünf Uhr ist. Beeil dich. Ausdrang. Los, los, los. War ja nur... Husch, schau nicht so dumm. Na, na. Sie nehmen mir das Gebäck immer zu früh aus dem Ofen. Schauen Sie her, ganz weich. Meine Semmeln müssen knusprig sein und resch krachen müssen. Ihr Mannsbilder, nichts könnt ihr euch merken. Um euch muss ich mich selber kümmern. Und der Mistbuch, der verliert wieder die ganzen Semmeln. Wie viel hast du jetzt verloren? Vier, die Fünfe. Mensch, mach die kleiner. So, Fünfe. Jetzt los, raus, marschier. So, da sind wir. Mach hier nicht auf. Jetzt. Wo bleibt es denn mit dem Löwen da? Darf ich bitten? Ja, sicher. Das ist ja die Stanzi. Mensch, es ist ja kein Kinderwahn. Gewiss, das Handel. Danke vielmals für den dauerhaften Abend. Wiedersehen. Was ist denn schon wieder, dummer Bub? Entschuldigen Sie, Frau Meisterin, entschuldigen Sie. Wiedersehen, wiedersehen. Ich frag schon endlich das Gebäck aus, schau das weiter. Aber gib doch die Semmel her, sie waren ja groß. Los! Ja, ja, du bist schon richtig. Tante. Ja, Kind, wo kommst du denn her? Also du, so schön habe ich mir ihn wirklich nicht vorgestellt. Stell dir vor, ich komme gerade an und bin schon mittendrin in einem Ball. Na so. Das ist dein Geschäft? Ja, aber sag einmal, mein Kind. Gestern habe ich den ganzen Tag auf dich gewartet und jetzt kommt der Herr in der Früh um fünf mit dem wildfremden Herrn und einem grauferten Hund. Wie heißt denn der überhaupt? Seppel. Nein, mein, den Herrn. Also der. Ah, das ist ein Baron, den ich zufällig kennengelernt habe. Was ist denn? Wo habe ich denn mein Glückszettel? Glückszettel? Stimmt. Punkt 1 der Prophezeiung hat sich bereits erfüllt. Was denn für eine Prophezeiung? Zwei Männer werden ihren Weg haben. Ein Edelmann und ein Künstler. Das war der Edelmann. Mir scheint, du bist nur narrischer, wie dein seliger Herr Vater war. Das sagt die Großmutter auch immer. Ja, das kann ich mir denken. Also komm jetzt. Die lässt dich recht schön grüßen. Wer? Die Großmutter. Ah, das ist nett. Dankeschön. Wunderschön. Kreuzer? Mhm. Du, wer ist denn das? Den kennst du? Das ist doch dein Onkel, mein verstorbener Mann. Naja, damals warst du noch ein ganz kleines Kind. Du, Tante, wie lang bist du denn schon Witwe? 8 Jahre. Und warum hast du nicht mehr geheiratet? Komische Frage. Wahrscheinlich, weil ich nicht den richtigen Mann gefunden habe. In Wien, wo es so viele Männer gibt? Du, auf dem Ball gestern, da hat es gerade gewimmelt von Männern. Und noch dazu sehr fesche. Ja, in Wien gibt es sicher fesche Männer. Aber ich hätte gar keine Zeit gehabt, mich umzuschauen. Du wirst sehen, ich finde bestimmt den richtigen Mann für dich. Ach, du hast ja Schwipsel. Jetzt leg dich hin und dann werden wir sehen, wie du dich im Geschäft anstellst.
Ich darf also da bleiben? Hm? Aber nicht, dass glaubst du, kannst jetzt jeden Tag auf den Ball gehen. Nein, ich will doch arbeiten. Hoffentlich. Was kannst du am besten? Oh, am besten kann ich melden. Na, dann werden wir uns eine Kuh kaufen. Tanze, liebe Frau. Ja, bitte schön. Wohnt hier im Haus eine Komtesse mit ihrer Tante? Ja, im zweiten Stock, Tür 7. Aha, danke schön. Bitte. Darum, darum. Baron Zorndorf kenne ich nicht, aber ich lasse selbstverständlich bitten. Frau Gräfin, lassen bitten. Danke. Gnädigste Gräfin. Guten Morgen, Baron Zorndorf. Danke. Verzeihung, das ist nämlich... Johann, bitte geben Sie den Flieder in eine Vase. Man weiß vorläufig noch nicht, wem er gehört. Ich wollte eigentlich... Bitte nehmen Sie Platz, Baron Zorndorf. Gestatt. Gräfin, ich hatte die Ehre und das Vergnügen, Ihre liebreizende Nichte kennenzulernen. So? Davon hat sie mir noch gar nichts erzählt. Oh? Wo haben Sie es denn kennengelernt? Auf einem Kostümball im Radetzky-Saal. Und wann soll das gewesen sein? Gestern Nacht. Wann? Wann? Noch so zwischen 10 und 11. Baron Zorndorf, das muss ein Irrtum sein. Es ist möglich, dass es vielleicht auch schon 12 war. Also das ist ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Jetzt. Oh, pardon. Vielleicht habe ich etwas ausgeplaudert, was hätte geheim bleiben sollen. Natürlich, jetzt erinnere ich mich auch, sie sagte, dass ihre Tante keine Ahnung davon hätte, dass sie allein auf dem Ball sei. Naja, jetzt, wo es schon heraus ist, ich selbst habe die Comtesse vom Ball nach Hause gebracht. Also, ich bin sprachlos. Und da die Comtesse etwas in meinem Wagen vergessen hat, wollte ich die Gelegenheit benutzen, die Sachen zurückzubringen und Ihnen, Gräfin, meine Aufwartung zu machen. Was hat sie denn in Ihrem Wagen vergessen? Dieses. Seit wann trägt sie den roten Strumpfbandel? Es war ja ein Kostümfest. Und dieses Zahnbürstel. Ja, aber wozu hätte sie denn auf einem Kostümball ein Zahnbürstel gebraucht? Wahrscheinlich als Requisit. Merkwürdig. Frau Gräfin. Johann, haben Sie gewusst, dass die Comtesse auf einem Ball war? Unsere Comtesse? Ich hatte keine Ahnung, Frau Gräfin. Sie haben ja von nichts eine Ahnung. Danke. Es tut mir leid, Gräfin, dass Sie über meine Mitteilung so bestürzt sind. Na, so bestürzt ist gar kein Ausdruck. Sie kennen doch unsere Wiener Gesellschaft. Eine Comtesse allein auf dem Ball ist doch kompromittiert für ewige Zeiten. Ich bitte, Gräfin, was dieses Moment betrifft, sich keine Sorgen zu machen. Ich wollte zwar ursprünglich nicht gleich so quasi... mit der Tür ins Haus fallen, aber wenn ich Sie damit beruhigen kann, dann bitte ich, dann bitte ich um die Hand Ihrer Nichte. Lieber Baron Zorndorf, das finde ich sehr ritterlich von Ihnen. Aber haben Sie sich diesen Schritt auch ernstlich überlegt? Genau. Also dann bin ich dafür, dass man die Verlobung offiziell macht. Gräfin, mach mich zum glücklichsten aller Menschen. Oh, pardon. Was ist denn das? Kann ich Ihnen helfen? Ich bin schon verbandelt mit der Familie. Das sind die Leibbrot, das sind die Wecken, das sind die Kratzen und das ist die Burgmusik. Die Burgmusik? Ja. Du, die muss ich mal anschauen.
Dame, gehört zum Geschäft hier. Freut mich sehr. Oh, pardon, pardon. Dufte, wa? Was? Snorkel, schön. Ach so, ja. Ich habe die Führer schon wieder am Balkon. Ein Fußloch ist mir geschickt. Wer wohnt denn da oben? Die berühmte Volkssängerin Hansi Führer. Ach so. Du, schau die Kleine doch vor der Bäckerei. Da wirst du aber in Wien schwer stark bleiben können. Das glaube ich auch. Frau Meisterin, mir geht das genauso. Ich werde es gleich bei die Ohren nehmen. Der recht gescheiter. Und den Laden wird man nie gewöhnen. Das wirst du nur an manches gewöhnen. Morgen wünsche ich. Guten Morgen, Herr Ofred. Darf ich Ihnen ein paar Frühlingsblumen zu Füßen legen? Ach, geben Sie uns lieber gleich in die Hand. Auch wahr. Sie sind aber schön. Danke sehr. Bitte sehr. Stanzi, gib die Blumen gleich ins Wasser. Im Zimmer ist eine Vase, ja? Ja, Tante. Ihre Nichte? Ja, ja, das ist die Stanzi. Freue mich sehr. Und das ist Herr Hofrat Hofwirt. Weißt du, warum der Herr Hofrat jeden Tag zu mir kommt? Ich kann es schon denken. Was kannst du dir denken? Naja, ich meine... Aber der Herr Hofrat kommt täglich zu mir und holt zwei Salzstangen für seine Majestät den Kaiser. Der Kaiser ist deine Salzstange? Jawohl. Schon seit 10 Jahren, weil meine Salzstangen sind die besten von ganz Wien. Sehr richtig. Aber jetzt geh schon mit den Blumen, ja? Bringt einen direkt in Verlegenheit, so ein Kind, ne? Wieso? Naja, so eine dumme Bemerkung. Gar so dumm war die Bemerkung gar nicht. Glauben Sie denn wirklich, dass ich nur wegen der Salzstangen hierher komme? Was soll ich Ihnen sagen, Herr Hofrat? Gar nichts, wenigstens nicht im Geschäft. Aber wollen Sie mir nicht heute Abend das Vergnügen machen? Ich kann ja nicht, Herr Hofrat. Ich muss doch immer in der Backstube sein. Sonst haben meine Kunden morgen keine frischen Semmeln. Aber Sie haben doch verlässliche Leute. Ach Gott, so verlässlich. Frau Therese, seien Sie doch nett. Nur auf ein Glas am Rhein. Ich habe heute nämlich Geburtstag. Geburtstag haben Sie? Das ist natürlich was anderes. Ich hole Sie ab, um 8 Uhr vorm Geschäft, wenn Sie erlauben. Gut, aber es ist besser, Sie warten draußen an der Ecke. Meine Leute brauchen nicht zu sehen, dass wir zusammen ausgehen. Ich bin sehr glücklich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Hofrat. Ah, der Herr Hofrat ist schon weg. Ja, gerade eben. Sieh, Tante, das wäre doch ein Mann für dich. Also, pass mal auf, Stanzi. Du weißt, ich habe mich sehr gefreut, dass du zu mir nach Wien gekommen bist. Aber... Aber, Tante, ich will dich doch nur glücklich machen, weil es in meinem Glückszettel steht. So was Verrücktes. Und außerdem ist er doch ein sehr fescher Mensch. Aber geh, ein Mann mit so an Bord. Der Onkel hat doch auch an Bord gehabt. Ja, aber so ein. Du, Stanzi, hör mal, ich habe heute Abend eine wichtige Sitzung. Um 8. Was? Ach, weißt, bei uns sind die Sitzungen in Salzburg immer um 8. Ach so. Und deswegen muss ich dich mit deinem Seppel allein lassen. Mach ja? Nichts. Mach dich schön, Tante. Was? Ich meine, wenn die Sitzung so wichtig ist. Morgen, Tante. Morgen. Wie geht's dir denn? Hm? Na, wie soll's mal gehen, großartig. Ja. Was du für Sachen machst. Ich? Wieso? Der Baron Zorndorf war gerade hier. Wer ist denn das? Also bitte verstell dich nicht und spiel mir keine Komödie vor. Der Mann, mit dem du gestern auf dem Ball warst. Ich? Okay. Ja, und der dich heute um 5 in der Früh nach Haus gebracht hat. Mein Zahnbürstel. Und mein Wäschkoffer. Und mein Strumpfbandel. Was ist los? Da hast du denn nicht bedacht, dass du mit diesen Heimlichkeiten deinen guten Ruf aufspießest? Guck
komm, Tante, setz Sie mal ganz ruhig hier zu mir Nein, her. Nein, also dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt zum Sacher ein kaltes Buffet bestellen. Ja. Und dann muss ich zum Dämmel wegen Torten und wegen Käsebäckerei. Ja, wozu brauchst du das alles? Na, ich habe für heute Abend ein paar Leute eingeladen, damit man die Verlobung offiziell macht, bevor er sich's überlegt. Ja. So was habe ich noch nicht erlebt. Ja, ich auch nicht. Aber Gott sei Dank ist er ein Ehrenmann. Wer? Der Zorndorf. Ja, der hat mir nämlich sofort versprochen, dass er dich heiraten wird. Mich will er heiraten. Ich bin sprachlos. Ja, das war ich auch. Gerade heute habe ich gedacht, ich werde einen ruhigen Tag haben. Kommt sowas daher. Oh, arme Tante. Grüß Gott. Guten Tag. Ah, eine neue Verkäuferin? Und was für eine Zierste noch dazu? Jetzt weiß ich, wem der Deutschmeister hinter der großen Trommel zuzwinkert hat. Das haben Sie gesehen? Freilich, ich wohne ja da drüben. Ach, dann sind Sie die berühmte Sängerin Hansi Führer. Ja, die bin ich. Kommend! Erzählen Sie mir etwas von Ihnen. Von mir? Mhm. Ich bin die Nichte von der Tante. Ich meine... Ja, ich verstehe schon. Ich habe bis jetzt auf einer Alm in Salzburg gelebt mit der Großmutter. Ach, da kennen Sie Wien doch gar nicht? Nein. Na, da werden Sie Augen machen. Ja. Da brauchen Sie doch vor allem einen feschen jungen Mann, der Ihnen Wien zeigt. Ach. Da ist ja schon einer. Was? Na ja, schauen Sie mal ganz vorsichtig zur Tür. Der Trommler. Der Zwinker. Aber da werde ich mich jetzt lieber zurückziehen. Aber Sie wollten doch noch etwas kaufen. So zwei Semmeln, aber die hole ich mir später, sonst traut er sich doch nicht herein. Auf Wiedersehen. Wurde soeben abgegeben, Auftrag des Herrn Baron von Zorndorf. Was? Den gibt's wirklich? Ja. Ich glaub, die Tante ist selber geschnappt. Sagen Sie mal, Johann, wie schaut denn der aus? Ja, gnädigste Comtesse, kennen ihn nicht? Nein. Ja, aber der Baron behauptet doch, er war mit Ihnen auf dem Ball. Vielleicht ist er übergeschnappt? Oder ich? Johann, mir wird Angst und Bang. Vielleicht war ich wirklich mit ihm am Ball, hä? Mein Vater war ja mondsüchtig. Der ist immer am Dach von unserem Schloss herumspaziert in der Nacht und in der Früh hat er nichts mehr gewusst davon. Ja, aber auf einem Ball war der gottselige Herr Papa meines Süßes nie. Na Gott sei Dank, denn als Mondsüchtiger war ja immer im Nachthemd. Vielleicht auch? Na so was. Aber hier? Guten Tag. Womit kann ich dienen? Ja. Eine Semmel, wenn ich bitten darf. Zwei Größe, wenn ich bitten darf. Ja, so geben Sie mir nur ein Semmel, bitte. Vier Kreuzer. Bitte. Fräulein, sind, wenn mich nicht alles täuscht, keine Wienerin. Nein, ich kenne Wien noch gar nicht. Aber gehen Sie. Ja, dann könnten wir doch zusammen. Geben Sie mir nur ein Semmel, bitte. Du kriegst drei Semmeln, gewacht, da, und um dein Geld kaufst du was anderes. Danke, Herr Oberleutnant. Guten Tag. Sie sind aber ein komischer Mensch. Zuerst kaufen Sie drei Semmeln und dann schenken Sie es wieder her. Ich bin ja nur hergekommen, weil Sie mich vorhin so lieb angeschaut haben, wie ich vorbeimarschiert bin. Ich hab geschaut, Sie haben geschaut. Nur dann haben wir alle zwei geschaut. Und da haben wir gedacht, gehst du mal hin und, ja, wissen Sie was? Gib's mir einen halben Leib Brot. Was haben Sie sich da? Ich habe mir gedacht, gehst hin und stellst dich vor. Wilhelm August Dürer, Korporal im K&K Infanterieregiment, Hoch- und Deutschmeister Nummer 4. Nummer 4? Stimmt. Natürlich stimmt's, warum soll's denn nicht stimmen? Was haben Sie denn da? Das ist mein Geheimnis. Aber schön haben Sie getrunken. Mit so viel Gefühl. Ich mache alles mit Gefühl. Was die Musik anbelangt.
Ich komponiere auch mit Gefühl. Besonders wenn ich verliebt bin. Denn wenn ich verliebt bin, fällt mir immer etwas ein. Und ist Ihnen schon oft was eingefallen? Nein, nicht so arg. Aber wie ich mich kenne, wird mir in der nächsten Zeit enorm viel einfallen. Aber das stimmt ja schon wieder. Da sind Sie ja Künstler. Ja, das sage ich ja auch. Nur mein Herr Onkel, der Friseur Swoboda, ist gegenteiliger Meinung. Aber sagen Sie, Fräulein, weil wir gerade von Musik reden, könnten wir zwei nicht heute Abend irgendwo hingehen, wo eine schöne Musik ist? Sie und ich? Ganz allein? Ich möchte Ihnen an Wien zeigen. Den Prater, das Riesenrad, die Hauptallee. Davon haben Sie schon sicher gehört. Ja, natürlich. Aber ich kann doch nicht mit Ihnen ganz allein. Ich warte am Abend vom Haustor. Sagen wir um 8. Psst, die Tante. Geben Sie mir einen halben Leib Brot, bitte. Zwölf Kreuzer, bitte. Bitte. So, 2, 4, 6, 8. 9. 9. 9, 10, 11. Leben Sie wohl, Fräulein. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Oh, hoppla, hoppla. Jetzt sag mal, warum hat denn der zwei halbe Leib Brot gekauft? Ah, oh, weißt du, vielleicht damit er nicht erst den ganzen auseinanderschneiden muss. Aber er ist ein sehr netter Mensch. Du, das ist der große Trommler. Ich meine, der Trommler von der großen Trommel, von der Burgmusik. Warte mal, ein Hoch- und Deutschmeister Nummer 4. Da schau her, du kennst dich aber schon recht gut aus in Wien. Mhm. Und ein Künstler ist er auch, ein Komponist. Aber er komponiert nur, wenn ihm was einfällt. Und das hat er da alles so zwischen die zwei halben Leib Brot erzählt. Mhm. Und einen Friseur hat er auch. Was? Ich meine, einen Onkel, der ein Friseur ist. Morgen, Herr Baron. Morgen, Herr Swoboda. Herr Baron, bitte Platz. Donne, einschöpfen. Nein, heute nicht rasieren. Nur frisieren und ein bisschen wellen. Aha, bitte, Herr Baron, das gehört. Wellen machen wir was Schönes. Jawohl. Gib mir. Kann er's? Ah, oh, einzige, was er kann. Na? Bitte Platz, bitte. Wie steht das Werte befinden, Herr Baron? Danke, ich kann nicht klagen, ausgezeichnet. Na. Mein Gott, er ist ja willig, aber blöd. Na. Bitte. Der Baron schaut aber jetzt so wunderbar aus. Ja? Dann immer jünger. Wirklich war so frisch, so zufrieden. So ja, ja, das hat auch einen tieferen Grund. Ja? Ich feiere heute Abend meine Verlobung. Wirklich? Und gratuliere. Na, da werden wir ein schönes Kopfhörer machen, selbstverständlich. Sogenannte Verlobungswellen. Bravo. Ja. Ich mache bitte nicht. Der stickt mir noch einmal. Ich bin schon wieder da. Hören Sie, lassen mich da eingeseift in der Luft verhungern. Ja, hat man bitte ein bisschen entschuldigen, aber. Bitte Kinder müssen. Sanja, das ist ja ein Bub. Zu blöd ist er. Man sagt ihm 100 Mal in etwa und der. So, bitte, es ist ja gleich wiederum. Sie waren ja ein bisschen eingezogen. Wenn ich fragen dürfte, wie sind denn der Herr Hauptmann? Na, was schon. Wie sind denn der Herr Hauptmann mit meinen Willi zufrieden? Naja, er macht sich ganz gut. Ich habe ihn jetzt ausnahmsweise in der Burgmusik trommeln lassen. Er trommelt großartig. Ja, trommeln kann er. Das kann er, aber da haben wir nichts davon. Nicht rasieren soll er können, ja, ja. Gut rasieren. Einen schönen Horstlitz soll er machen können. Aber nicht so. Ach ja, mein Gott, man hat ja so schwer. Was bitte, jetzt fängt er sogar zum Komponieren an. Was machst du denn? Was machst du denn, um Gottes Willen? Das ist ja furchtbar. Das sind ja keine Wellen. Das sind Schnecken, was ist so? Ja. Furchtbar, unglaublich. Mein Gott, wenn man sich nicht. Nichts für Gift, nichts für Gold haben wir mit. Also ja, das hat gar nicht liegen. Das hat gar nicht. Sie war das gebrochen. Ja, dann hätten Sie es halt selber gemacht. Ich kann auch nicht alles machen, bitte. Ja, warum entschuldigen? Ich kann auch nicht alles machen. Wir werden schon richten. Wir werden Roller. Was für einen Tiroler? Ein Roller, in dem Sinne. Schwarzel. Schwarzel. Bitte. Nur langsam. Na, also, jetzt haben wir es. Das geht ja weh. Nein, es geht nicht. Ich furchtbar. In Lehmann. In Lehmann bringen wir. Den dicken Lehmann. Jetzt wird es gehen.
Ja, muss ich gleich durchhaben. Jetzt na, na, hoffentlich. Ja, 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 das sehe ich. Ja. Das sehe ich, das habe ich ja sofort im Gefühl. Jetzt geht es. Eins? Oh, eins. Okay, eins. Da gibt es nur eins. Aufdunst. Was? Aufdunst. Heiße Dicker? Nein. Luis. Was ist denn? Ja, nix. Hier wird man immer mehr schwindelig. Bei Dunstumschlägen wird man immer schwindelig. Das macht nichts, das macht nichts. Das ist ja momentan. Bitte, das ist so. Ist ein Heiß. Aber gut. Sie, aber Sie machen mir eine Glühbirne. Das macht nichts, Cabron, aber in zwei, drei Stunden ist alles vorbei. Ja. Na, also, ja, schon besser. Na gut, aber es wird schon leichter. Hol sie, der Teufel. Muss mal wieder frisch einschöpfen. Zum dritten Mal. Wann rasieren Sie mich eigentlich? Jetzt, Herr Hauptmann, jetzt. Bitte. Und was haben wir denn überhaupt? Ja, von meinem Willi haben wir gesprochen. Warum ich dagegen bin, dass er komponiert. Ja, Sie sind dagegen, weil Sie ein amusischer Mensch sind. Wie, was? Was denn? Ich bin Musiker? Sie sind eben unmusikalisch. So? Ich bin unmusikalisch. Hoppla. Das heißt, hoppla, jetzt haben Sie mich geschnitten. Nein, nein, es kritzt. Es kritzt dann allein. Allein. Allein, ich bin unmusikalisch. Halt ihn doch. Ich bin nur, bitte, ich beherrsche vier Instrumente. Bitte. Bitte, Violin. Gitarre, Harmonika, Flügel. Ein narrischer Friseur. Hier lieber. Was? Was ist denn, was ist denn? Was wollt's denn da? Urlaub, Herr Fegel, bitte. Urlaub. Da kommt sie mit euch in die Kanzlei. Urlaub ist nur beim Rapport. Und wisst ihr denn nicht, dass heute wegen des morgigen Besuches seiner Majestät Kaiser Wilhelm jeglicher Urlaub gesperrt ist? Herr Feldwebel, bis 11 Uhr. Oder wenigstens bis 10 Uhr. Gefreiter Stügler! Mit welcher Stirn begehrten Sie einen Ausgang? Sie haben doch auch kein Selleres. Bitte, Herr Feldwebel, könnten Sie heute nicht einmal ausnahmsweise eines Ihrer beiden Äuglein zudrücken? Ich werde gleich eines Ihrer beiden Äuglein zudrücken. Oh, mein Damen da! Verstanden! Jawohl! Hallo! Hallo! Mittermeier, schreien Sie mir nicht immer so in die Ohren. Gut. Komm eben von Ihrem Onkel. Hab schon gesehen, Herr Hauptmann. Ja, daran sind Sie schuld, weil Sie immer so ärgert darüber, dass Sie komponieren. Du, was soll ich machen, Herr Hauptmann? Wenn ich verliebt bin, fällt mir immer etwas ein. Das verstehe ich nicht. Mittermeier, Sie waren doch auch schon oft verliebt. Jawohl! Na, und Sie sind noch was eingefallen? Einmal, Herr Hauptmann, da war ich verliebt in eine gewisse Grippaschek, und da ist mir eingefallen, dass ich einer gewissen Bummeisel das Heiraten versprochen habe. Schon wieder? Bitte, ich weiß noch, Entschuldigung, Hauptmann. Also, geben Sie den Leuten Überzeit. Danke, Herr Hauptmann. Aber um 12 Uhr muss jeder in der Kaserne sein. Jawohl, Herr Hauptmann. Und merkt euch eins, der Besuch von heurigen Schenken und Musiklokalen ist strengstens verboten. Wer angetroffen wird, wird eingesperrt, dass die Schwaden krachen, verstanden? Jawohl, Herr Hauptmann. Also, servus. Langsam, langsam! Einer nach dem anderen habe ich geschafft! Gefeiter Stiegler! Zu Befehl! Sorgen Sie für Ruhe und Ordnung! Zurück! 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 Ruhe! Hüsten! Was schreit denn so? Sorgen Sie für Ordnung! Urlaubsscheine! Verkehrt Sie Depp ist das! Also, was gibt's Neues? Hat er nur Sämen kaufen wollen, der Herr Deutschmeister? Den Pater will er mir zeigen. Hauptallee und das Riesenrad. Aber das geht sowieso nicht. Erstens die Tante und zweitens habe ich nichts zum Anziehen. Das wäre das Wenigste. Kann ich Ihnen doch was leihen? Oder bringt etwas, aus dem ich schon rausgewachsen bin? Aber mit Feuer und Deutschmeister soll er nicht spielen. Er ist aber ein sehr anständiger Mensch. Schön wird mir nichts, hat er gesagt. Er wird ja acht gemacht, mich hat er gesagt. Hat er gesagt? Na ja, also, wie das gesagt hat. Hey, baby. Weiter.
weiter, weiter. Falsch. Falsch. Los, Miriam. So geht's. Gib's her den Stempel. Scheint sie mit Verstand verloren. Hoffentlich merke ich's. Haben Sie einen Urlaubschein, verschwinden Sie. Gehorsamsten Dank, Herr Feldhöwe. Servus. Na, servus. Sagen Sie, hat der öfter solche Anfälle? Manchmal. Mitten in der Nacht. Na, no, jetzt geht's schon. Guten Tag. Guten Tag, Herr Hofrat. Schweren Hofrat. Guten Tag, Herr Hofrat. Bitte, Platz, bitte. Dankeschön. Trifft sich sehr günstig. Stehe sofort zur Verfügung, bitte. Das ist ausgezeichnet. Der Herr kocht ja. Nein, nein, er dampft nur. Er dampft nur. Ja. Was machen wir denn? Was machen wir denn, bitte? Den Bord ein bisschen her. Ja, den ja. Bord, bitte. Brennessen, Brennessen. Gut, dass es wieder ein bisschen aufgeheitert hat. Das war schon so deprimierend, ununterbrochen zu das reden. Svoboda. Herr Svoboda, nicht viel reden, ne? Ich habe heute eine schlechte Nacht hinter mir. Ich möchte hier ein bisschen schlafen. Ja, haben Sie nicht mehr Ruhe? Was ist denn? Angenehme Ruhe. Es ist mir leid, ich hätte den Herrn Hofer das gern so erzählt. Ich schlafe schon. Ich schlafe schon. Was? Ich glaube, der Herr Baron ist ohnmächtig geworden. Nein, nichts. Hast du wohl zu heißen Tücher gegeben? Gib mir selbst zum Riechen. Was denn? Zum Riechen, was Schwaches. In Haaressig. In Haaressig. In Salmiak. In Salmiak. Mein Gott, die Buben. Unter die Nase muss er es halten, aber nicht so. Nicht so nahe, sonst, dass er sich nicht anhält beim Nissen. Gott sei Dank, ihr lebt schon wieder. Siehst du, jetzt fängt man der zum Brennen an. Mein Gott, da zinnt man das ganze Geschäft an. Mit dem Botschaftenbord. Was machen wir denn hier denn da? Gut. Bitte, Hofrat, sollen wir den Bord nicht ein bisschen stutzen? Halten Sie es für nötig? Oh ja, sehr. Ja, dann stutzen Sie ihn halt ein bisschen. Stutzen? Na. Ja, ne? Im Moment. Ist besser. Ist es besser? Ja? Ja, ist besser. Das ist... Das ist bitte, ich schaue ja aus wie der Karo König. Nee, es ist momentan, es ist nur momentan, aber man gewöhnt sich dran. Aber ich kann doch nicht mit halbem Bart herumlaufen. Mach mal ein Spitzbärtel. Das war ein Spitzbärtel. Ja, das war ein Ziegenbärtel. Sie. Bitte. Na, mach mal ein Spitzbärtel, mach mal alle Napoleon. Alle Napoleon, der hat gar keinen gehabt. Na, da, oh ja, der dritte schon. Der ganze kleine Schwarze. Mach mal. Sie wird besser sein. Schön langsam. Hoppla. Jetzt wird's gut. Jetzt wird's gut. Hä? Das nicht. Oder ja? Nicht denn ja? Den zimt man denn. Was das gefällt Ihnen? Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Eben. Na, was machen wir da jetzt? Ja, das. Nehmen wir ihn weg. Nehmen Sie ihn. Sie. Was? Na, das auch noch! Kein Unglück, kriegt mit solche Sachen geschehen. Man wird auch nervös, Bitte, das habe ich ja nicht gewusst, dass ich... Was auch hier? Na, jetzt ist es jetzt besser? Hm? Entsetzlich! Furchtbar! Ich habe nicht gewusst, dass sie... Habe nicht ahnen können, dass sie unter dem Bord... so ein Gesicht haben. Sie, diese Kritik kommt Ihnen nicht zu, ja? Also ich finde die Situation kurios. Ich soll mich mit einem Mann verloben, den ich gar nicht kenne. Ich weiß überhaupt nicht, wie er ausschaut. Ja, vielleicht erinnerst du dich an ihn, wenn du ihn siehst. Und was soll ich dann sagen? Das ist doch ganz einfach. Du gehst zu ihm hin und sagst, grüß dich Gott. Wie heißt er denn eigentlich? Mich fragst du. Ah ja, Felix. Also du sagst, grüß dich Gott, Felix, und gibst ihm einen Kuss. Hoffentlich gehe ich zum Falschen. Aber wie kannst du denn zum Falschen gehen? Du kennst doch alle Leute, die ich eingeladen habe. Und der eine, den du nicht kennst, das ist eben dein Bräutigam. Ach, die Musik fängt schon an. Das
heißt, dass die ersten Gäste gekommen sind. Mein Kopf zerspringt. Also ich lasse mich jetzt überraschen. Grüß dich, mein lieber Felix. Oh, was ist denn, was hast du? Ich bin doch ganz schwindig von den heißen Tüchern. Was sind für heiße Tücher? Ach, das ist ein Svoboda. Darf ich vorstellen, Baron Svoboda, Verzeihung, Baron Zorndorf, Baron Riesel, Graf und Gräfin Zetwitz, Herrn Frau von Karnotzki, Fürst und Fürstin Ibsenstein und da ist deine Frau. Wo? So, die Nanette. Guten Abend. Bitte? Gratuliere. Danke. Gratuliere. Danke. Grüß dich, Felix. Verzeihung. Ja, Tante, ich muss dich dringend sprechen. Ich muss etwas aufklären. Ja, später, nach Tisch, ja? Wo ist denn die andere? Welche andere? Na, deine andere Nichte. Ich hab doch nur die eine. Was, nur diese? Du, Tante, wird die Sitzung lang dauern? Nein, ich gehe nur hin, weil ich versprochen habe. Höchstens eine Stunde. Aber meinetwegen brauchst du nicht früh nach Hause kommen. Nein, das weiß ich schon. Ich bitte, ich dreh du, ja, ich bin schon angezogen. Guten Abend, Herr Hofrat. Guten Abend, Stanzi. Bitte könnte ich Ihre Frau Tante sprechen. Ja, freilich. Haben Sie Zahnweh? Es ist etwas Furchtbares passiert. Schauen Sie mich an. Wo ist denn der Bart? Weg, verbrannt. Und der war so schön. Eben. Jammer schon. Ich sag's gleich der Tante. Bitte schön. Tante? Ja? Der Bart ist ab. Was vom Bart? Vom Hofrat. Der Hofrat ist hier? Guten Abend, Herr Hofrat. Was ist denn geschehen? Frau Therese, eine Ungeschicklichkeit meines Friseurs. Ich sehe fürchterlich aus und ich wollte Sie fragen, ob Sie in diesem Zustand überhaupt mit mir ausgehen wollen. Ganz nackt. Na, sowas. Lassen Sie sich doch mal anschauen. Sehen Sie, Sie lachen mich schon aus. Nein, ich lache nur, weil Sie so verzweifelt sind. Also, jetzt sieht man erst, was für ein fescher Mensch Sie sind. Sie finden, dass mich diese Bartlosigkeit nicht entstellt? Ach, gar nicht. Sie schauen doch viel besser aus. Jetzt gefällt mir es. Wirklich? Ja. Sie nehmen also meine Einladung trotzdem an? Natürlich. Ich hole mir nur schnell noch mein Cape. Und, Sie wissen, an der Ecke. Hm? Ach so, ja. Also auf morgen, Herr Hofer. Auf morgen. Morgen, guten Abend. Ohne Bart. Ach, ganz gut. Du, übrigens, die Sitzung, die kann vielleicht doch ein bisschen länger dauern. Ja? Ah ja? Ja, ich sagte das nur, damit du dich nicht ängstigst um mich, wenn ich ein bisschen später komme. Ja, ja. Um mich brauchst du dich gar nicht kümmern. Ich schlafe wie ein Murmeltier. Ja, also dann, schlaf wirklich gut, mein Schatz. Ja? Gute Unterhaltung. Was? Bei der Sitzung. Ach so. Mama, wiedersehen. Wiedersehen. Im Prat erblühen wieder die Bäume, die verrinnt schon der Mai. Da kommen die seligen Träume, es muss wieder Temperament, gefällt.
finde mich noch immer nicht zurecht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Nacht einmal nicht in meiner Backstube war. Frau Therese, Sie haben mir feierlich versprochen, heute nicht mehr vom Geschäft zu reden. Ja, stimmt, stimmt. Ich sag nichts mehr. Ich habe Ihnen so viel zu erzählen. Ganz privates. Versuchen Sie nicht, Herr Hofrat. Der ist nicht mehr da. Ah ja, richtig. Unlängst habe ich nachgerechnet. Ich habe ihm schon 16 Heiratsanträge gemacht. Ja, und ich habe ihm schon 16 Mal gesagt, Sie können doch nicht als kaiserlicher Hofbeamter eine Bäckerin heiraten. Na, nicht traurig sein, Herr Hofrat. Sie haben doch heute Geburtstag. Prost! Prosit. Dies üppig. Die mit der Harmonika. Die ist üppig. Die gefällt Ihnen? Ja, die gefällt mir. Das wäre schon meine Hauswerte. Bitte, sie soll sich zu uns setzen. Die muss ja spielen. Ja, sie soll sich mit uns spielen. Noch einmal denselben. Ja, was bringt man denn hier? Na ja, das muss er im Gefühl haben, nicht wahr? Denn mir ist es gleich, ob mir weint. An der Donau wachs oder am Rhein, nur gefälscht, der fährt nicht sein. Und das Glaserl so klein, sonst ist mir gleich auf mein Wein. Draußen den Grinsen wachs oder am Main, aber spritzig muss das sein. Ja, dann schenk ich mir gleich ein. Und dann trink ich mein Wein, der beim Wachskerz scheint. Aber ja, nicht allein, denn sonst schlafen sich gleich ein. Mir ist mein Wein an der Donau wachs oder am Rhein. Und dann noch was freut mir ein. Ja, was denn? Die Musik, die kehrt so weit. Hier ist geil. Da wird nicht sein und das Glas erlebt so klein. Mir ist klein und mein Bein draußen grinst im Wald oder am Main. Nur spritze muss er sein. Wäre richtig. Ja, dann schenke ich ihm dem ein. Und dann trink ich mein Wein, der bewachs herzlich sein. Aber ja, das ist schön für heute. Ja? Und dann noch was Falsches. Die Musik, die kehrt zum Welt. Bravo! Sie kommen rein. Zu Befehl, Herr Feldwebel? Wissen Sie nicht, dass auf diesem Lokal Garnisonsverbot liegt? Das ist nämlich so, Herr Feldwebel. Ich wollte der Dame Wien zeigen, weil sie das nämlich noch nicht kennt. Die Ringstraße. Ja. Das Parlament. Ja. Das Rathaus. Ja. Und dann waren wir auf einmal in der Straße. Haben Sie aber einen großen Umweg gemacht. Ja. Das sind ja noch zwei Deutschmeister. Servus. Servus, Wittemeyer. Hier ist der Tochter. Herr Feldwebel, ich glaube, nach und nach kommt noch das ganze Regiment zum Vorschein. Also pass auf. Ich hab's zwischen nicht gesehen und ich hab euch nicht gesehen. Die Hauptsache ist, dass uns die Inspektion nicht erwischt. Sonst sind's mal in der Tinte. Zu Befehl, Herr Feldwebel. Sofort Deckung suchen. Danke. Kommt, gebe Deckung. Das ist ja die Stanze. Ah ja, richtig. Das ist ja unerhört, da muss ich. Nein, bitte bleiben Sie da. Ist doch ein ganz netter Bursch. Ja, schon, aber so eine Schwindlerin. Mir sagt sie, sie geht gleich schlafen. Die werde ich bei den Ohren nehmen. Vorsicht, Vorsicht, sonst nimmt sie Sie bei den Ohren. Sie haben ja auch geschwindelt. Ich? Ihre Sitzung. Ach so. Auch wieder wahr. Wissen Sie, Fräulein Stanze, dass ich sehr, sehr glücklich bin? Ich auch. Ja, aber nicht so wie ich. Waren Sie denn überhaupt schon einmal so richtig glücklich? Ja, dreimal schon. Schon dreimal? Mhm. Das erste Mal, wie mir der Zahn nachgewachsen ist. Wieso? Der da schon, der. Und das zweite Mal, wie die Kuh, die ich in der Melke gekalbt habe. Ja. Und das dritte Mal jetzt. Wirklich? Jetzt bin ich sogar sehr glücklich. Dann geht's Ihnen so wie mir. Und wissen Sie, warum ich augenblicklich so glücklich bin? Warum denn?
weil... Ich habe immer gehofft, dass ich einmal ein Mädel kennenlerne, das so reizend ist wie sie. Das so lacht wie sie. Und so schaut wie sie. Das überhaupt so ist wie sie. Wissen Sie was? Trinken wir auf Du und Du. Da kann ich Ihnen noch viel, viel besser sagen, wie mir ums Herz ist. Ich wundere mich ohnehin, dass Sie nicht schon längst Du zu mir sagen. Wieso? Bei uns in Salzburg sagen die Dirndl zu den Burschen alle Du. Brauchen wir doch nicht zuerst Bruderschaft trinken. Nein, nein, nein. Bruderschaft muss unbedingt getrunken werden. Gut. Jetzt trinkt er sogar noch Bruderschaft mit dir. Das ist eine großartige Idee. Das werden wir auch machen. Also wenn er jetzt noch ein Pudel gibt, dann... Dann gebe ich Ihnen auch eins. Reden Sie doch nicht immer von den beiden. Schauen Sie doch ein bisschen mich. Ja, Moment, lassen Sie mich jetzt nur einen Moment schauen. Na bitte, schauen Sie. Aber Herr Hofrat, jetzt suchen Sie wieder Ihren Bart. Mit Bart waren Sie viel würdiger. Das ist vorbei. So, und jetzt? Jetzt kommt das Schönste. Was denn? Der Hauptgrund, warum man so gern Bruderschaft bringt. Gerade jetzt. Meine Damen und Herren, was ich jetzt singe, ist nur für Verliebte. Bravo! Oder sind vielleicht noch andere da? Nein! Dann ist gut. Nur bitte, die Busserl fliegen her, die Busserl fliegen hin. Nur zu mir ist noch kein Zwerg geflogen. Aber jetzt kriege ich ganz Geld. Ich kann dir doch nicht hier vor alle Leute Busserl geben. Ja, warum denn nicht? Das geht doch nicht. Wir haben doch Bruderschaft getrunken. Nein, nein, nein! Moment mal. Jetzt habe ich's wieder. Was denn?
Wie hast du es gemacht? Nein, nein, nein. Was hast du denn? Ich hab's wieder. Ich hab's schon vergessen gehabt, aber jetzt hab ich's wieder. Was hast du denn? Was suchen Sie da? Ein Notenblatt. Wozu brauchen Sie ein Notenblatt? Können Sie nicht Ihre Würstel woanders essen? Aber schnell bitte, ja? Sonst vergesse ich's ja noch. Die zwei sind ja schon weg. Tatsächlich. Ich habe Sie gar nicht weggehen sehen. Ach, bitte bezahlen Sie doch die Rechnung. Sie wollen auch schon gehen? Ja, ich hätte jetzt keine ruhige Minute mehr. Ach, bitte, bitte. Ja? Bezahlen Sie. Bitte sehr. Herr Ober, bitte zahlen. Was ist denn da los? Komm zum Klavier, setz dich her und sag dich mal, wo ich meine Würstchen essen soll. Sag's, was wollen denn Sie da? Ruhe. Das ist doch Ihr Neffe. Ja. Scheint der Missbrauch komponiert schon wieder. Was war denn der Jurek? Die scheint ja denselben Anfall wie heute in der Kaserne. Herr Feldbeil, wie gut, dass Sie kommen. Sie müssen mir helfen. Der Mann stirbt für den ganzen Betrieb. Na, gern auch gut. Jurek, was ist denn mit dir? Bist du schon ganz fertig? Ja, ganz fertig. Den Text habe ich auch schon. Was für ein Text? Mir ist ein Militärmarsch für uns eingefallen. Ein Militärmarsch? Für unser Regiment? Wirklich? Ich habe gut, mir wird in der nächsten Zeit enorm viel einfallen. Bitte spiel's mal vor. Ja. Du, ruf die Deutschmeister auf. Deutschmeister, her zu mir! Ohne her zu mir! Ein neuer Militärmarsch ist auf der Weg! Da könnt ihr gleich mitsingen. Ihr seid ja ohnehin zwar Volkssänger. Und ihr nehmt eure Urlaubsscheine heraus. Der Text ist der Wortlaut unserer Stampilie. Verstehst du das? Spiel's doch, ich bin schon so neugierig. Wir sind vom K und K Infanterieregiment, Hoch- und Deutschmeister Nummer 4. Wir sind vom K und K Infanterieregiment, Hoch- und Deutschmeister Nummer 4. Ist nicht schlecht, mein Herr, schlicht und verdeckt. Sinn ich, bitte, er sagt einem was. Bravo, bravo! Mit der Sommer, genial! Voller Freud, voller Schneid stehen wir da vom Regiment. Jeder, der uns kennt, kennt auch unser Temperament. Wir sind wir Kavalier, wo es was nur zu trinken gibt. Und Tag und Nacht verliebt. Ein bisschen Fierlichkeit, ein bisschen Lebensfreude. Kann es denn auf der Welt was Schöneres geben? Ja, in Wien, da lässt sich leben. Wenn ein Soldat auch noch kein Mädel hat, ist im Himmel drin. Denk, das ist Wien. Hallo! Und jeder hat einen Urlaubsschein für'n Feuer, was passiert. Im Arm was Liebes fest wie dir, ein Mädel jung und schön. So kann er uns von Nummer 4 den Heiligen draußen sehen. Wir sind vom K und K Infanterieregiment, Hoch- und Deutschmeister Nummer 4. Wo habe ich denn? Deutschmeister, alle mir noch! Und von A und A ist und dann ist der Nummer Ich bin der Onkel, der Marsch ist nicht mehr von meinen Neffen.
bin Pferde, Hauptmann. Ach, das, da ist heute ein Mordsbetrieb. Ja, ich sehe. Bitte wollen Sie vielleicht bei uns Platz nehmen? Nein, danke, bedienstlich hier Inspektion. Meine Deutschmeister haben nämlich Musiklokalverbot. Aber ich sehe, es alles in Ordnung. Kein Deutschmeister hier. Keiner hier. Wiedersehen. Wiedersehen. Aber die sperre jetzt ein, bis sie schwarz werden. Bezahlen Sie sofort Ihre Zechen. Morgen alle zum Rapport. Abtreten. Na, sieh aber schön. Jetzt schau mal schön aus. Das ist ja zu blöd. Nein, ich hab's ja zu. Das haben wir notwendig gehabt. Oh, blöd, das ist unglaublich. Toll! Und an allem bin ich dran schuld. Nur weil ich so gemacht hab. Macht nichts. Komm. So freut habe ich mich auf den Abend. Und so schön hat er angefangen. Er ist doch noch nicht zu Ende. Setzen wir uns noch ein bisschen. Bitte. Wir werden uns doch durch diesen kleinen Zwischenfall nicht die Laune verderben. Recht hast du. Dein Marsch ist großartig. Okay. Und du wirst sehen, du wirst bestimmt berühmt werden. Zur Berühmtheit braucht man Beziehung. Ach. Und dich? Ich kenne doch niemanden. Wer sollte da den Stein ins Rollen bringen? Was hast du? Ich habe gesagt, wer sollte den Stein ins Rollen bringen? Sag mal, was hast du da für ein Zettel? Das ist mein Geheimnis. Zeig mir. Nicht lassen. Stimmt schon wieder. Also, du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen. Mach ich mir ohnehin keine. Im Gegenteil. Du kannst sehr glücklich sein. Bin ich ja auch. Es wird bestimmt irgendetwas geschehen. Natürlich. Ich also schon gesehen. Du. Lieber Felix, wie du mich um die Hand von der Nanette gebeten hast, habe ich dich ausdrücklich gefragt, ob du dir diesen Schritt auch ernstlich überlegt hast. Habe ich auch, aber in Bezug auf eine ganz andere Person. Na, das ist dein Fehler. Meinetwegen kannst du dich in 2-3 Jahren wieder scheiden lassen. Aber geheiratet wird. Bitte. Dann ist noch etwas. Die Nanette ist erblich belastet. Das auch noch. Ja, vielleicht bildet sie sich auch nur ein. Ja, ihr Vater, der war nämlich mondsüchtig. Und jetzt glaubt sie, dass sie als Mondsüchtige mit dir auf dem Ball war. Na bitte, dann werde ich ihr eben sagen, dass das nicht der Fall ist. Das wirst du ihr nicht sagen, denn die Nanette ist im Stand und löst von selber die Verlobung auf. Dann bringe ich sie überhaupt nicht mehr an. Nein, mein, dann kriegt sie überhaupt keinen Mann mehr. Also bitte, was soll ich tun? Sie unter allen Umständen dabei lassen, dass sie mit dir auf dem Ball war. Ja, sag mal, was hat sich denn da so zurückgezogen, ne? Ich glaube, Gott ist plötzlich mit meinem Bräutigam. Nein, wir haben nur was zu besprechen gehabt, aber... Ich lasse euch allein, Kinder. Ja. Ich hab dann Champagner mitgebracht. Bis dann. Den ganzen Abend noch gar nicht dazu gekommen, mit dir allein zu sprechen. Ja, ja, ich dann auch nicht. Du, sag einmal, was war eigentlich zwischen uns? Was meinst du denn? War was? Ich kann mich nicht mehr an gar nichts mehr erinnern. Was habe ich denn angestellt am Ball? War es sehr schlimm? Nein, bestimmt nicht. Ah, nein? Aber haben wir uns geküsst? Dazu war ja gar keine Gelegenheit vor den vielen Leuten auf dem Ball. Ach so? Nun dann, am Heimweg? Die Tante hat gesagt, dass du mich mit deinem Wagen nach Hause gebracht hast. Das war gar nichts. Was bist denn du für ein Mann? Mit was habe ich mich denn da verlobt? Hm? Jetzt aber höchste Zeit, dass wir uns auf Fuß geben. Hm? Komm. Du brauchst doch keine Angst, damit beißt ja nicht kommen. Da und schnarchen dort. Aber geh, sag mal lieber, ob die Tante schon da ist. Ich habe, also ich glaube, dass sie schlafen. Dann ist gut. Ah! Das ist er. Jetzt kommst du nach Hause. Ja, wer schnarcht
denn dann da drin? Der grausliche Hund. Mensch, der sehe ich ja wie ein Mensch. Geh du an deine Arbeit. Na, du entpuppst dich ja als ganz schöner Nachtfolter. Aber das wird anders werden. Binde deine Schürze um und komm raus. Von jetzt ab wirst du deine Nächte in der Backstube verbringen. Und arbeiten, meine Liebe. Und damit du dich dran gewöhnst, fangen wir gleich an. So, und jetzt werde ich dir zeigen, wie man Salzstangen macht. Gleich so was Schweres? Ja, komm nur her. So. Hast du deine Hände gewaschen? Ja. So, also pass auf. Man nehme eine kleine Handvoll Teig. Ja? Mhm. Und walke ihn mit Gefühl und Liebe. So. Und dann kehrt man das ganze Mehl weg. So. Und dann rollt man das Ganze zu einem Stangerl. Hast du es gesehen? Schön, was? Mhm. Hat das alles? Ja, probier's. Übung macht den Meister. So. Nehme eine kleine Hand voll Teig. Walke ihn mit Gefühl und Liebe. Wir sind vom K&K Infanterieregiment. Willst du vielleicht musikalische Salzstangerl machen? Und roll das Ganze zu einem Stangerl. Diese zwei Salzstangen habe heute ich gemacht. Ach so, oh, mhm. Bravo. Wo ist denn die Tante? Die ist in der Stadt Besorgungen machen. Wenn ich nur wüsste, welches von den beiden Salzstangen der Kaiser zuerst ist. Warum interessiert Sie denn das? Oh, nur so. Übrigens kriege ich heute 4 Salzstangen. 4? Heute haben wir doch 2 Kaiser. Ja, richtig. Der Kaiser Wilhelm kommt ja. Ist er schon da? Natürlich. Ja, aber... Wenn jetzt der Kaiser Wilhelm die Salzstangen bekommt, die für den Kaiser Franz Josef bestimmt sind? Ist denn das nicht egal? Ja, eigentlich ja. Kaiser ist Kaiser. Also das sind die berühmten Wiener Salzstangen. Ja, und ich bin neugierig, wie sie dir schmecken werden. Na, ich auch. Nanu, da ist ja was drin. Hm? In dem Salzstein? Ja, was ist denn das da? Und das sind ja Noten. Ja, was heißt Noten? Das ist ja eine ganze Oper. Oh, ist denn so etwas möglich? Was ist denn los? Im Salzstein von seiner Majestät sind Noten darin. Noten im Salzstein? Vorkommen. Ich bin erschüttert, aber ich kann nichts dafür. Ich habe es nicht hineingegeben, Exzellenz. Das soll doch wohl keine tiefere Bedeutung haben. Ist das wirklich ein Rätsel, ist mir das Ganze. Na, da ist ja schon wieder was drin. Das ist doch ein Affront. Ist schon wieder was passiert? Natürlich. Also man kommt nicht zum Ende.
Moment. Schon wieder was? Ja, was ist denn das? Ah, ein Brief, das schau her. Ein Brief. Eine merkwürdige Post habt ihr hier in Österreich. Eine Salzstange, Post. Ja. Was sagen Sie? Euer Majestät. Ja. Na, jetzt weiß ich aber nicht, wer von uns beiden gemeint ist. Na ja, bitte, nachdem der Brief in deinem Salzstange drin war, gehört er wohl dir, nicht wahr? Euer Majestät, mit gleicher Post übersende ich ehrfürchtig einen neuen Militärmarsch. Ach so, das ist also ein Marsch. Ja. So. Und falls Majestät an der Komposition Gefallen finden, bitte ich um umgehende Nachricht. Ihre untertänigste Stanzi Hübner im Bäckergeschäft Babenberger Straße 7. Das ist umgehende Nachricht, das ist aber eine ungeduldige Person. Bitte, ich muss dich wirklich um Entschuldigung bitten, was da passiert ist. Ich kann das nicht begreifen, wie das da... Da bin ich nur neugierig, was da drin sein wird. Ob da wieder was? Wollen wir sehen? Ja, wollen wir schauen. Nee, ist leer. Na, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also, wenn dieser Militärmarsch nur halb so gut ist wie die Salzstange. Na denn, Prost. Groß. Noten in meine Salzstangen? Das ist unmöglich. Es ist aber so. Und ich habe leider die unangenehme Aufgabe, Ihnen mitzuteilen, dass Ihnen die weitere Lieferung für seine Majestät entzogen ist. Aber Herr Hofrat, das kann doch nur ein Irrtum sein. Wer kommt denn auf die Idee, in meine Salzstangerl Noten hineinzupacken? Ich, Tante. Du? Ja, um Himmels Willen. Stanze, was ist dir denn da eingefallen? Ich weiß selber nicht, aber ich werde es bestimmt wieder gut machen. Gut machen? Was willst du denn da gut machen? Mein Gott, jetzt kommt's vom Land herein und macht mir solche Schwierigkeiten. In 4 Wochen wäre ich Hoflieferantin geworden. Und jetzt bin ich brotlos. Bitte nicht weinen. Ich kann niemanden weinen sehen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Bitte, du, ich kann jetzt nicht. Ich kann auch nicht. Ich werde die Damen vertreten. Womit kann ich dienen? Einen halben Osterstriezel, bitte. Ein Osterstriezel? In welcher Abteilung haben wir die? Ah, hier. Bitte sehr, einen halben. Bitte, was kostet ein halber Osterstriezel? 4 Kreuze. 4 Kreuze. 6. 6? Sechs Kreuzer, bitte. Da kriegen Sie noch 4 Kreuzer zurück. Ja, die Kasse ist leider geschlossen. Hätten Sie nicht vielleicht Verwendung auch für die andere Hälfte? Nur eigentlich nicht, aber... Dann nehme ich es mal. Na, sehen Sie. Aber das sind noch 2 Kreuzer. Ja? Haben Sie es nicht? Nein, die habe ich nicht. So. Na ja. Das... Dankeschön. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sehen Sie uns bald wieder. Die kostet mich 2 Kreuzer. Herr Hofrat, bitte, Sie müssen mir helfen. Kann ich denn den Kaiser nicht um Verzeihung bitten? Ja, mein liebes Kind, das ist nicht so einfach. Die arme Tante, tut mir so leid. Mir ja auch. Aber vielleicht wäre das wirklich ein Weg. Heute ist Mittwoch. Da wäre ja morgen die freie Audienz, um die nicht erst angesucht werden muss. Jeden Donnerstag empfängt seine Majestät einige Bittsteller. Da gehe ich hin. Wir können es ja versuchen. Aber der Tante sagt mir noch nichts davon. Nein. Damit sie sich keine falschen Hoffnungen macht. Das ist doch die Kleine, mit der du im Prater warst. Richtig, die Stadt. Wie elegant sie ist. Vielleicht hat sie ein Rendezvous. Aber geh. Bitte, bitte. Da kommt ja schon der Herr Kavalier. In Fiaker. Das verstehe ich nicht. Mir sagt sie, dass sie keiner Menschen hier in Wien kennt.
und dass sie bis jetzt ganz einsam auf einer Alm gelebt hat? Vielleicht kennt sie ihn von der Alm? Haben Sie schon lange gewartet? Nein, nein. Wissen Sie, ich konnte nicht früher kommen. Das macht nichts. Kann ich mit dem Kaiser sprechen? Ich hoffe es. Man hat es mir zugesagt. Jedenfalls habe ich schon alles arrangiert. Ich danke Ihnen, Herr Hofer. Oh, bitte sehr. Schau. Mit zärtlichsten Anschauen. Lass ihn anschauen. Komm. Und jetzt noch eins. Ich möchte Ihnen einige Ratschläge geben. Ja. Also beim Hereinkommen tiefen Hofknicks. Ja. Nur sprechen, wenn seine Majestät etwas fragt. Ja. Und nach der Audienz wieder tiefen Hofknicks. Ja. Rücklings bis zur Tür gehen, mit dem Gesicht zum Kaiser. Ja, und wie finde ich denn dann die Türe? Ja, die müssen Sie finden. Auf keinen Fall dürfen Sie dem Kaiser den Rücken zeigen. Und wie macht man einen Hofknicks? Was, das wissen Sie nicht? Ja, um Gottes Willen. Also 3 Schritte von seiner Majestät weg, dann mit dem rechten Bein recht weit ausholen und tief verleihen. Oh, so passen Sie doch auf Ihre Füße auf. Ich bitte um Entschuldigung. Wie? Ich habe nichts mehr gesagt. Na also. Kommen Sie jetzt schnell, damit wir nicht zu spät kommen. Ich erkläre Ihnen alles vor dem Audienzsaal. Wiedersehen. Sie bleiben nicht da? Nein, ich muss mich doch ein bisschen um Ihre Frau Tante kümmern. Jedenfalls nach der Audienz erwarte ich Sie unten, ja? Ja. Viel Glück. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Was ist denn, Captain? Schon wieder 10 Uhr, was? Jawohl, Majestät. Ja, also bitte, stellen Sie es mir hin. Die Herren können ja ein bisschen warten. Ja, also. Dann sagen Sie, Kettel, was sind denn das für pappige, merkwürdige Salzstangen? Majestät, die werden ab heute von einem anderen Bäckermeister geliefert. So. Ja, warum denn? Wegen des unseligen Vorfalles. So, wer hat denn diese Anordnung getroffen, sagen Sie? Die Herren von der Kabinettskanzlei. So. Die waren ja empört. So. Also, weil die Herren empört sind, soll ich so merkwürdige Salzstangen da essen. Also, bitte tragen Sie das weg. Ja, aber die Bürsten... Die mag ich auch nicht. Tragen Sie es weg. Sehr wohl, Majestät. Empört sind Sie, aber arbeiten nichts. Was? Merkwürdige... Auch schon gut. Der Nächste, bitte. Mich freut das ganze Geschäft nimmer mehr. Am liebsten möchte ich es verkaufen. Das wäre ja großartig, Frau Therese. Was? Da wäre mit einem Schlag das Hindernis, das zwischen uns beiden liegt, beseitigt. Da hätte die Stanze mit ihren Salzstangeln eigentlich indirekt mein Glück begründet. Ich weiß überhaupt nicht, wo das Mädel ist. Den ganzen Vormittag habe ich es noch nicht gesehen. Ja, mir scheint, sie geht mir aus dem Weg. Ja, weil sie weiß, was sie jetzt angestellt hat. Als letzte Audienzbewerberin Fräulein Konstanze Hübner. Hier. Nicht klopfen. Bitte treten Sie nur näher. Also, Fräulein Konstanze Hübner kommt in Angelegenheit ihrer Tante, bitte schön. Ja, Majestät,
Ich komme aber auch in Angelegenheit von... Jetzt ist mir der Name entfallen. Was? Wie heißt er denn nur? Willi heißt er. Und ein Deutschmeister ist er. So, na ja. Also, ich glaube, ich habe sehr viele Deutschmeister, die Willi heißen. Ist ein Verwandter von Ihnen? Nein, ich kenne ihn erst seit 2 Tagen. So, also Sie kommt zu mir wegen eines Deutschmeisters, den Sie erst seit 2 Tagen kennt. Also bitte, was ist los mit dem? Was hat er denn angestellt oder was? Majestät, das ist nämlich so. Der Deutschmeister hat einen Marsch komponiert und dann ist der Hauptmann gekommen. Jurik heißt er. Der Hauptmann? Nein, der Willi, der Deutschmeister. Und weil auf meinem Glückszettel steht, dass ich einen Stein ins Rollen bringen werde, so habe ich mal gedacht, ich schicke den Marsch an Eure Majestät in einem Salzstangl. Aha, also diese Noten in diesem Salzstangl, die sind von diesem Deutschmeister. Nein, von mir. Ich bitte um Verzeihung. Hm. Und den Brief, dem anderen Salzstangl, hat dann auch Sie geschrieben? Nein, Majestät, den hat der Fritzl geschrieben, weil man meine Schrift so schlecht lesen kann. Der Fritzl, was ist denn das wieder? Wie ein Fritzl. Das ist unser Lehrbub. Ach so. Dann habe ich also ein Autogramm von einem Lehrbub. Ist auch ganz schön. Majestät, bitte nicht böse sein. Ich werde es bestimmt nie wieder nein, tun. Nein, bitte. Und darf die Tante jetzt wieder die Salzstangen für Eure Majestät machen? Ja, so bitte, ja. Bitte, sie soll es halt wieder machen. Ja? Ja. Ihre Salzstangen sind ja doch die besten von ganz Wien. Danke, Majestät. Ja. Und kann die Tante dann auch wieder Hoflieferantin werden? Hoflieferantin? Mhm. Na, also, wollen wir halt das auch bewilligen, nicht wahr? Majestät? Kettel, ab morgen möchte ich wieder die Salzstangen haben, die ich immer gehabt habe, ja? Jawohl, Majestät. Aber kleines Fräulein, warum denn weinen, wo doch jetzt alles wieder in schönster Ordnung ist? Ich meine ja nur aus Freude, Majestät, weil alles stimmt. Was heißt stimmt, wieso? Majestät, sind der erste Mensch, dem ich mein Geheimnis anvertraue. Ah. Diesen Glückszettel habe ich bei uns auf einen Kirtag gezogen, das heißt der kleine Papagei. Und alles, was draufsteht, ist bis jetzt in Erfüllung gegangen. Nur eine Frage. Bitte, Majestät. Wie alt sind Majestät? Wie alt ich bin? Kettel, wie alt sind wir denn? Hä? 78, Majestät. 78 stimmt nicht. 79. Es stimmt schon. Der Kettel, der hat mich nur um ein Jahr jünger machen wollen. Also, kleines Fräulein, sehr schön und hat mich sehr gefreut. Mich auch, Majestät. Oh, Verzeihung. Und bitte sagen Sie von mir einen Gruß Ihrer lieben Frau Tante. Danke, Majestät. Also, bitte. Oh, Verzeihung, Majestät. Haben wir Erfolg gehabt? Ja, alles in Ordnung. Na Gott. Aber bitte sagen Sie, er soll schnell fahren. Die Tante wird schon Angst um mich haben. Ja, 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 ja. Also bitte fahren Sie rasch. Schwindlig. Herr Hofrat, der Tante wird schwindlig. Schnell helfen Sie. Ja. Oh. Hoppla, hoppla. Wiedersehen. Tante, bleibt bei mir. Wiedersehen. Herr Hofrat, das habe ich sicher alles Ihnen zu verdanken.
dass das Hindernis leider wieder da ist? Das Geschäft? Ach, das ist doch jetzt kein Hindernis mehr. Wenn ich Hoflieferantin bin, bin ich für einen Hofrat fast standesgemäß. Ja, dann bestelle ich doch einfach die Verlobungsanzeigen. Frau Hoflieferantin, Hofrat Hofwirt und Herr Hofrat Hofwirt beehren sich... ein bisschen viel Hof. Zu viel? Ja. Willi! Willi, du, ich habe eine Neuigkeit für dich. Dein Marsch wird gespielt. Der Stein ist bereits im Rollen. Suppe! Ja. Na ja, wenn der Stein so weiterrollt, dann wird ja aus dir vielleicht noch eine sehr noble Dame werden. Wie meinst du denn das? Mir spielst du die Unschuld vom Land vor. Erzählst mir, dass du keine Menschen hier kennst und dann? Dann rennst du schon am Vormittag mit fremden Männern herum und fährst im Fiaker spazieren. Aber Willi, du denkst doch nicht, dass ich... Was ich mir denke, ist meine Privatsache. Jedenfalls brauchst du dir um meine Zukunft keine Sorgen zu machen. Ich mache mir um deine auch keine. Aber wie... Herr Hauptmann, Sie wollen wirklich meinen Willi einsperren? Dieses Genie? Auf einmal ist er Genie. Gestern haben Sie mich noch gebeten, dass ich ihn einsperren soll. Na ja, bitte, gestern habe ich ja noch nicht gewusst, was in dem Burschen steckt. Also lassen wir das. Na ja, bitte, aber heute möchte ich ja gar nicht mehr erlauben, dass er mein Geschäft übernimmt und vielleicht Leute rasieren muss, die überhaupt kein musikalisches Verständnis haben. Meinen Sie mich? Ja. Also meine Herren, aufpassen. Morgen bei der Frühjahrsparade wird diese neue Marsch zum ersten Mal gespielt. Wird ein schöner Schmarrn sein. Sie, sind Sie vorsichtig mit Ihren Äußerungen. Den Marsch spielen wir auf allerhöchstem Befehl. Du, Willi, du wirst Augen machen. Dafür haben sie Führer getroffen, der hat mir erzählt, was die Stanze für dich gemacht hat. Das interessiert mich nicht. Ach, das wird dich schon interessieren, weil... Achtung! Was ist denn mit der großen Trommel? Jurek, bescheid dich schlafen? Nein, Herr Feldwebel, jetzt bin ich aufgewacht. Du sag einmal, wieso kennt denn der Kaiser meiner Marsch? Ja, das ist es ja, was ich dir sagen wollte. Die Stanze war beim Kaiser, gestern, wie wir sie gesehen haben. Und der Herr im Fiaker war der Hofrat Hofwirt, der ihr die Audienz verschafft hat. Okay. Und ich war so grob zu ihr. Wie soll ich das wieder gut machen? Noch einmal von Anfang. Aber Herr Feldwebel, bitte etwas schneller, ja? Sonst wird er sein Wiegen lesen. Was fällt euch denn ein? Ich dirigiere, wie ich will. Verstanden? Er soll dirigieren, wie er will. Ich reiß euch schon mit bei der Frühjahrsparade. Da wird der Schlüssel. Dann ist gut, gut. Kommt, Kinder, sonst kommen wir zu spät. Stanzele, mach dich fertig. In einer halben Stunde kommt der Hofrat und holt uns ab zur Frühjahrsparade. Tante, fahr du allein. Warum denn? Was machst du denn? Einpacken. Ich fahre nach Salzburg zurück. Ja, warum? Gefällt's dir nicht in Wien? Nimmer mehr. Aber Herzl, was hast du denn? Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Der Deutschmeister. Aber Kind, sowas darf man sich doch nicht so zu Herzen nehmen. Bei einem Soldaten darf man nicht eifersüchtig sein, du. Aber ich bin ja gar nicht eifersüchtig. Er ist eifersüchtig. Auf wen denn? Auf den Herrn Hofrat. Auf meinen Hofrat? Auf meinen Hofrat? Mhm. Der spinnt. Der spinnt. Frau Meisterin, die ziehen alle schon auf Exerzierfeld raus. Kann ich jetzt gehen? Ja, lass dir mal anschauen, Tradium. Sehr schön. Na, fesch ist er. Sehr fesch. Gehst du an sich? Ja. Nervisch. Frau Meisterin, welchen Hund soll ich denn nehmen? Soll ich den hier nehmen? Oder soll ich den nehmen? Von mir aus nimm alle zwei. Aber beeil dich, sonst kommst du spät. Jawohl, bis die Hand, die Damen.
Kretschmer. Schau, Tanti, das ist er. Der ist bei der großen Trommel. Darf ich mal? Verstehe. Ja, ganz fest. Sehr fest. Herr Rittmeister. Sagen Sie, Rittmeister, was ist das für ein Marsch? Der neue Deutschmeistermarsch, der auf Befehl seiner Majestät heute das erste Mal gespielt wird. Wie heißt denn der Komponist? Ich kann mich auch nicht erinnern. Ich weiß nur, dass er ein Deutschmeister ist und dass er Willi heißt. Rittmeister, der Mann ist sofort stellig zu machen, damit ich mich bei ihm bedanken kann. Jawohl, Majestät. Ich habe die Möglichkeit, den Deutschmeister sofort feststellen zu können. Ich kann nicht sagen, ob der Moment ist. Haja, sieh, was ist denn? Geht's runter? Geht's runter? Gleich, gleich ist es. Das sind immer gleich, gleich. Und dabei bleibt er umsehen. Runtergesund sind, am Scherz. Da kommt die Fahne. Die Fahne kommt. Bitte, die Fahne, wo ist sie denn? Wo ist sie? Vorbei. Ui. Jetzt gehen die Pferde alle durch. Bitte, Berlina, mein Lieber, da macht man was mit. Bitte, den Kaiser Wilhelm habe ich von hinten gesehen und die Fahne überhaupt nicht. Gnädiges Fräulein, seine Majestät möchte den Komponist dieses Marsches danken. Ja? Wo kann ich ihn finden, bitte? Ich hol ihn gleich. Oh. Nanu, was ist denn das da? Willi, du sollst zum Kaiser kommen. Zum Kaiser? Ja, komm schnell. Ja, das ist die Kleine, die dir den Brief in den Salzstangl geschickt hat. Jetzt geht's auch noch zum Kaiser. Majestät, das ist er, der Wilhelm August Zürich. Hat er sehr brav gemacht. Ich freue mich, dass meine Deutschmeister jetzt einen so schönen Regimentsmarsch haben. Ich glaube, den wird man bei uns noch in Jahrzehnten spielen. Ja, bei uns in Deutschland auch. Gratuliere. Ich danke auch der kleinen Entdeckerin, ohne deren Mithilfe dieser schneidige Marsch vielleicht gar nicht zu uns gefunden hätte. Wenn man bedenkt, zwei Salzstangerl machen Weltgeschichte. Ja, aber meine Salzstangerl.